Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. Auf der Suche nach Minecrawler. Platten. Und natürlich der Medizin für den armen Ork da hinten, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Er heißt Tarok. Genau. Tarok. Das ist erstmal hier eine Fackel, sonst sehe ich da nichts. Und irgendwer hat hier gerade eine Waffe gezogen. Das heißt, entweder sind hier Leute von Gorn in der Nähe. Oder vielleicht sogar noch ein paar Gardisten. Dabei dachte ich eigentlich, ich hätte die Mine schon befreit. Von den Schergen des alten Lagers. Ach, das ist wieder der Anfang. Hä? Nein, doch nicht. Hör auf! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Besser. Okay, das ist nicht der Anfang. Das sah gerade so aus wie die Seitenplattform am Anfang. Wenn man reinkommt rechts beim Eingang. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Das geht gar nicht. Genau, aber da war ja gar kein Weg hier rüber an der Stelle, dort. Das heißt, das ist tatsächlich noch was anderes. Da sind nochmal Schergen aus dem alten Lager. Und bevor ich mich jetzt mit denen anlege... Warum genau hat es gerade so lange gedauert? Ich habe schon 30 Punkte geheilt und mich dazu gekriegt, ja. Okay, dann brauchen die kleinen Heiltränke wohl einfach ein bisschen länger als die großen. Jetzt fehlen mir 110. 110. Alles 70. Und dann brauche ich noch 40. Oh, 30. Und noch eine Schüssel Reis. So. Jetzt bin ich nämlich nicht nur geheilt, sondern auch satt. Gegen die Pfeile gucke ich gerade mal. Da ist diese Rüstung hier tatsächlich besser. Also bleibe ich jetzt erstmal dabei, obwohl ich eigentlich ja kein Söldner bin mehr, sondern Magier. Aber egal, hey. Ach, scheiß auf die Fackel. Die kann ich mir gleich holen, wenn ich wieder zurück bin. Okay, da drüben ist einer, aber der ist Nahkämpfer, der kann mir gerade nichts. Der Böse ist der hier oben. Waffe ziehen! Waffe ziehen! Geht doch. Keine Sorge, Butler, ich tu dir nichts. Ich weiß, dass du hier nur Opfer bist und benutzt wirst. Außer natürlich, du greifst mich an. Dann werde ich dir böse sein und mich rächen. Zuerst mal wehren und dann rächen. So, hey Butler, geht's euch? Hallo? Wollt ihr nicht quatschen? Vielleicht wollt ihr mit einem Magier reden? Na? Wie wär's? Ne? Na, okay, doch nicht. Schau ich mal, was es da oben noch so gibt. Vielleicht haben ja die Gardisten hier die Medizin von dem Ork gestohlen. Aber der da will auch nicht mit mir reden. Und hier oben geht es, so wie ich das sehe, gerade aber auch nicht weiter. Ne. Wie gesagt, vielleicht haben ja die Gardisten die Medizin des Orks gestohlen, um ihn zu ärgern oder so. Keine Ahnung, kann ja sein. Würde ich denen zutrauen. Aber dann wäre die allerdings wahrscheinlich nicht hier bei den Butlern, wo die das Erz abbauen, sondern irgendwo bei einer mehr oder weniger zentralen Lagerstelle, nehme ich an. Was machst du denn da? Ach nö. Ach nö. Hast du mich jetzt verbuggt? Du Sau. Hallo? Willst du dann bitte mal mit mir reden danach? Vielleicht klappt es dann ja, wenn ich den aus der Schockstarre geholt habe, indem ich ihn umgelegt habe. So, jetzt brauche ich 15 Lebenspunkte. Das war doch gebratenes Fleisch, oder? Wie komme ich auf 15? Das ist mehr als 15. Egal. Ich hau mal rein, bis der da wieder aufsteht. Dann kann ich vielleicht mit ihm reden. Ich sagte reden. Hey, die wollen alle nicht mit mir reden. Hm.
Na gut, dann nehme ich mal die da aus. Das habe ich ja gerade nicht machen können, weil der von da oben mir in die Seite geschossen hat. Die Sau. Komme ich darüber zu dem anderen? Nee, komme ich nicht. Aber ich komme hoch auf eine weitere Plattform. Was war das denn? Mein Gott, ist der runtergesprungen ist. Wow! Ah, nein! Mist. Jetzt tötet er mich auch noch. Ah, verdammt. Wo habe ich gespeichert? Hier hinten? Nein, nicht ernsthaft, oder? Okay, die beiden sind da schon weg. Immerhin. Gut, dann schnapp ich mir mal jetzt halt eben gleich die Sachen hier unten. Ja, und da schießt er auch schon wieder. Ach, das ist der da drüben. Der war doch gerade noch Nahkämpfer. Was zur Hölle? Aber hier oben kriegt er mich nicht. Das heißt, ich kann mich jetzt hier gemütlich... Nein, du sollst die Waffe ziehen, nicht den Zauber. Ah, immer dieser Bug. Ich kann mich jetzt also hier gemütlich um den hier kümmern. Ah, und dann sieht er mich schon wieder da unten. Ich glaube, ich sollte dem mal mit Magie begegnen oder so. Was habe ich denn da? Teleport, Teleport, Kugelblitz. Wie wär's mit einem Kugelblitz? Das schmeckt dir doch bestimmt, oder? Wo kommt der denn her? Bist du bitte... Oh, was zur Hölle war das denn gerade? Wo kam der her und warum hat er mir so viel Schaden gemacht? Da war doch vorher nur einer. So, jetzt hier ausnehmen. Dann hochklettern, dann speichern. Nee. Hochklettern, Waffe ziehen, speichern. So. So, nicht anders. So, Waffe gezogen. Sehr gut. Und das hier muss halt leider sein, weil die sonst wieder aufstehen, sich irgendeine Waffe schnappen. Und mich dann halt wieder von hinten oder so angreifen können. Jetzt frage ich mich gerade aber ernsthaft, war da oben noch ein Gardist? Weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, da war keiner. Deswegen verstehe ich gerade nicht, wo der herkam. Der muss ja von unten hier hochgeklettert sein. Gut, ich heile mich erstmal. Das müssten 2 Portionen Reis und 1 Portion Life sein. 35. So, und dann speichere ich noch eine Runde. Wer hat da gerade gestöhnt? Steht er wieder auf? Nee. Gut. So, jetzt aber hier runter. Na los! Benutze Leiter. Wir sind doch hier nicht bei einem Indiana Jones, wo ich auch jedes einzelne Ding sagen muss, oder? So, wie komme ich darüber? Ah, da die Leiter von da unten. Okay. Solange der da schießt, kann ich es halt vergessen, hier oben irgendwo rumzuklettern. Das wird nichts werden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hinten in Deckung. Vielleicht finde ich ja... Was ist da los? Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Ich dachte mehr so ein weniger an den sicheren Tod als sinnvolle Dinge. Jetzt muss ich mich gerade hier wieder weg, weil mich sonst der Typ da hinten wieder anschießt. Ich bin ja gerade echt nur am Einstecken. Okay, gut zu wissen, dass es hier hinten... Hier ist ja der Lager, ne? So ein Lager von den Gardisten, wo ich ja gerade meinte. Wenn sie es haben, dann wahrscheinlich so eine Art Lager. Vielleicht ist da unten ja die Medizin für den Ork. Dann will ich da natürlich auf jeden Fall noch hin. Aber zuallererst muss ich mich hier definitiv hochheilen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, ich fahre mich erstmal hier unten noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas Tolles. Vielleicht muss ich mich ja nicht mit denen da hinten anlegen. Und außerdem hätte ich eigentlich ganz gerne Gorn dabei, wenn ich mich da schon mit denen so anlege. Weil der schon doch ganz gut einstecken kann und austeilen kann. So, jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Minecrawler-Action. Action. Action. Hab ich
Stöckchen ausgenommen? Ja. Da ist doch noch einer. Schließlich will ich auch die Waffe, die Rüstung. Und ich weiß ja nicht, wie viele Platten der braucht, aber vielleicht wäre es ja eine Idee, wenn ich gerade so Probleme habe mit den Gardisten, dass wenn ich mal so, sagen wir mal, 20 Platten habe, und ich habe ja schon 16, dass ich dann zurückgehe kurz zu den Wassermagiern und gucke, ob ich nicht meine Rüstung kriege. Denn danach dürften mir die Gardisten um einiges leichter fallen. Schätze ich mal. Wo ist meine Fackel? Fackel? Wo ist meine Fackel? Hab ich die nicht irgendwo hier fallen lassen? Ach, ist doch egal. Moment. Hab ich gerade... Nein, ich find's zwar toll, so viele Fackeln zu haben, aber das heißt nicht, dass ich sie loswerden will. So, jetzt schaue ich mich hier noch mal ein bisschen um. Da kam ich runter, oder? Genau. Oh, da drüben geht's auch hoch. Gut zu wissen. Das mache ich auf dem Rückweg. Ey, heute ist ständig am ruckeln, das Spiel. Unglaublich. Da oben ist nichts. Hier ist ein Trank. Oh. Wird doch wohl nicht die Medizin sein. Ich nehme an, die Medizin, wie gesagt, ist entweder im Lager, hinter irgendeiner, oder in irgendeiner Truhe. Oder hat einen gesonderten Namen und heißt nicht einfach nur Trank. Wahrscheinlich sieht die auch irgendwie besonders aus, damit man die erkennen kann. Okay, hier ist auch nichts mehr. Hm, vielleicht da oben. Ne, da kann ich nicht hin. Hm. Dann muss ich mich mal wieder eine Runde heilen. So, komm. Erstmal den da. Trank der schnellen Heilung. Ja, von wegen. So langsam wie du den trinkst. Das ist nichts mehr mit schneller Heilung. 31 und 14. Macht 45. Und 45 sind ganz genau 3x 15. So. Dann war doch hier hinten noch was, oder? Ja. Aber... komm ich da hoch? Nein. Gut, dann versuche ich mich jetzt mal hier oben, bevor ich wieder zu den Gardisten zurückgehe. Hm. Hier ist ja nicht so viel... Ah, eine Göttergabe. Was ist denn eine Göttergabe? Das schaue ich mir gleich mal an. Die wird wahrscheinlich bei Magie zu finden sein, nehme ich an. Also hier, ganz unten. Nein. Okay, ein Artefakt vielleicht? Nein. Was zu essen ist es nicht, oder? Nö. Trank? Ah, was? Ich habe doch schon die... Wo habe ich die denn her? War das gerade die Orkmedizin, die Göttergabe? Kann das sein? Aber hier ist auch nichts. Hm. Also die Magie war es nicht. Eine Rüstung ist es auch nicht. Vielleicht eine Waffe? Nö, auch keine Waffe. Hm. Dann war die Göttergabe wohl die Orkmedizin. Interessant. Gut. Damit kann ich mir... Moment, von wo komme ich? Achso, nee, da unten war gerade eine Sackgasse, genau. Da kann ich ja jetzt gleich zurück und dem Ork die Medizin bringen. Und hoffen, dass das Spiel endlich aufhört, ständig zu ruckeln. Wo sind die Fackeln? Da sind die Fackeln. Und dann nehme ich die hier wieder mit. Hehe. Ich weiß, es ist eigentlich voll unnötig bei so vielen Fackeln, wie ich habe. Aber hey, wer weiß, vielleicht gehen sie mir irgendwann doch noch aus, wenn ich ständig eine verliere. Komme ich da jetzt hoch? Nein! Komm ich jetzt hoch? Ja! Hahaha! Hey, ich hab was für dich! Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen! Fremder gut! Natürlich! Tarok schulden Dank! Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder! Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ord-Antak! Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Was? Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Ah. Wo finde ich eine Feuerechse?
Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Da habe ich aber doch, glaube ich, schon eins. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Habe ich, glaube ich, wenn auch. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Ups. Machen großes Löcher in Beute. Okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, ich komme wieder. Ich guck gerade mal, was ich davon alles habe. Ich habe hier... weniger als gedacht, muss ich sagen. Deutlich weniger, als ich gehofft hatte. Ich dachte, ich hätte schon einen Schattenläufer. Ding. Und so... Weil ich habe mal einen, also Gorn hat immer einen umgelegt für mich. Ich dachte, da hätte ich vielleicht was. Hätte ich den ausgenommen oder so. Geht's hier weiter? Ja, das sieht doch so aus. Aha. Ja, da komme ich da irgendwie nicht durch. Vielleicht, wenn ich springe? Ja. Kann man sich tatsächlich durchglitschen. Und dann bin ich letzten Endes doch wieder nur auf der anderen Seite von der Sackgasse, in der ich vorhin diesen Minecrawler umgelegt habe. Das heißt, hier gibt's erstmal nichts Neues mehr. Über den Weg da oben kam ich ja letzten Endes dann auch nur wieder da hoch. Das heißt, alles, was mir jetzt gerade übrig bleibt, ist... wahlweise wie komme ich jetzt zu den Gardisten? Wo waren die noch gleich? War das nicht hier irgendwo? Ach ja, genau, hier. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich zu den Gardisten gehe und mich mit denen prügle. Oder ob ich mich vielleicht am Anfang der Mine nochmal umschaue oder vielleicht sogar Gorn dazu bringe, mir zu folgen. Da ich bei den Gardisten gerade so Probleme hatte, werde ich, glaube ich, Letzteres tun. Mal nach Verstärkung Ausschau halten, also Gorn wieder zu mir holen und dann gucken, ob ich vielleicht den Weg finde, wie ich mit Gorn hierher komme. Ansonsten ist diese Folge hier zu Ende und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.